Jetzt fragt natürlich jemand, ja okay, Allah hat die Gesandten geschickt, damit wir ihm dienen. Es kommt sofort logischerweise die Frage, ja, braucht Allah unseren Gottesdienst? Was antworten wir darauf? Nein. Ja, warum bestimmt das dann? Nein, kann jeder sagen. Gib mal eine vernünftige Antwort hier. Nein. Nein, kann jeder sagen. Ja, ewig unabhängig von allem. Alles ist von ihm abhängig und er ist absolut unabhängig. Ja, das stimmt. Das ist schon mal eine gute Sache. Aber man muss es ihm natürlich auch erklären. Man sagt, guck mal, wir müssen zurückkehren zu seinen Namen und Eigenschaften. Wir haben eben gesagt, Allah ist völlig über unserer Vorstellungskraft. Das heißt, der Mensch, wenn er etwas herstellt, hat er immer ein Bedürfnis danach. Das heißt, wenn er das nicht hat, dann fühlt er einen Mangel. Das heißt aber wenn Allah etwas erschafft, heißt das nicht, dass er einen Mangel hat, wenn er diese Sache nicht schafft, weil er über unserer Vorstellungskraft ist und dieser Analogieschluss vom Menschen auf Gott absolut ungültig ist, wenn es um Gott geht. Ja?